Oh, da seid ihr ja schon. Ja, da sind sie. Ja, jetzt bin ich gar nicht vorbereitet. Was mache ich jetzt? Wolltest du nicht eine Geschichte erzählen? Ja, ich wollte eine Geschichte erzählen. Na dann erzähl. Aber wo fangen wir an? Es gibt so viele Geschichten. Du erzählst doch gerne Geschichten aus der Bibel. Ja, aus der Bibel, ja. Sicher. Na dann fang doch an. Anfangen. Aber die Bibel ist groß. Sehr groß. Die hat 66 Bücher. Wo soll ich da anfangen? Am Anfang. Am Anfang? Ganz am Anfang. Ganz am Anfang? Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Ja, das kommt mir bekannt vor. Das steht doch im ersten Kapitel der Bibel. Ja, im ersten Kapitel der Bibel. Stimmt, der Schöpfungsbericht. Soll man davon erzählen? Am Anfang. Natürlich, so wie alles angefangen hat. So wie alles angefangen hat. Puh, dann haben wir ja ganz schön viel vor uns. Ja. Ja. Soll ich jetzt anfangen? Na los. Tu es. Ja, aber ich glaube, jetzt sollten wir noch nicht anfangen. Weißt du was? Wir fangen in der nächsten Folge an. Ja, warum die nächste Folge? Ich möchte nicht so lange warten. Ja, aber vielleicht, weißt du, vielleicht sollten wir uns in dieser Folge erstmal vorstellen. Nee, lass einfach anfangen mit der Geschichte. Nee, vielleicht sollten wir kurz sagen, wer wir sind, damit unsere Zuschauer wissen, wer du bist und damit sie wissen, wer ich bin. Aber ich weiß doch, wer du bist. Du bist Eduard. Ja, du weißt das, dass ich Eduard bin. Du wohnst ja auch hier bei mir in der Wohnung. Ja, natürlich. Ne, ganz einfach. Du heißt Eduard. Ja, aber wie heißt du? Na, ich bin Jack. Okay. Und was machen wir beide hier? Wir sitzen hier. Du sitzt. Ich stehe. Wir sitzen hier und werden Geschichten erzählen. Nee, warte. Du erzählst die Geschichte. Ich soll die Geschichte erzählen, aber du hast mich doch auf die Idee gebracht. Egal, du erzählst die Geschichte und ich höre zu. Aber wir wollten doch gemeinsam erzählen. Oder du wolltest auch irgendwas sagen. Nee, das reicht, wenn ich zuhöre. Und ich soll erzählen? Jack, sag mal, warum trägst du überhaupt noch die Weihnachtsmütze? Ja, ist doch Weihnachten. Nee, Weihnachten ist schon vorbei. Nicht vorbei. Wir haben doch gestern erst Weihnachten gefeiert. Wie gestern? Ge Weihnachten war im Dezember. Dezember und dann kommt der Januar, Februar, März, April. Nee, warte, April ist der nächste Monat. März, guck mal. Eins, zwei, 3 Monate ist es schon her, dass wir Weihnachten hatten. Und du trägst immer noch die Mütze. Okay, wir erzählen die Geschichte beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.